Servus und hallo zu dieser heutigen Episode Felix Tested Bikes. Ich freue mich wieder in Andreas Wohnzimmer zu stehen. Vielen Dank, Andreas, dass du dir wieder die Zeit nimmst, uns wahrscheinlich was Interessantes zu erzählen. Ja, Felix, danke, dass du gekommen bist in mein Wohnzimmer. In der Arbeit ist momentan zu viel Hektik, da könnten wir jetzt nicht in Ruhe reden. Ja, genau. Sehr gern. Ja. Andreas, du hast, wir haben noch gar nicht so viel darüber gesprochen, du hast ein Projekt, an dem du jetzt gerade arbeitest, so ein paar Einzelteile hast du mir schon erklärt, aber jetzt würde ich gerne einfach mal den Moment nutzen, um zu gucken, an was arbeitest du und warum machst du es? Ja. Und was ist das? Also vorneweg, Felix, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so gut ist, dass wir darüber reden, aber das vielleicht wieder Begehrlichkeiten weckt, die ich jetzt morgen, übermorgen noch nicht erfüllen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, auch für ein Unternehmen wie uns immer wieder weiter zu streben, Innovation auch nicht nur im Kopf abspielen zu lassen, sondern auch versuchen, das zu materialisieren, also in Form zu bringen. Und das ist ein Stück weit die gesamte R-Serie von uns. Die R-Serie, R steht für... Habt ihr es mittlerweile definiert? Also R steht eigentlich für Rennsport, für Race, für Rocket, für Rock'n'Roll. Also alles, was mit Dynamik, Geschwindigkeit zu tun hat und auch ein Stück weit Innovation. Ja. Und... das Besondere an dieser R-Serie ist ja grundsätzlich mal die Fertigungsweise, nämlich der 3D-Druck in Titan, was ja bis dato immer für kleine Bauteile gemacht wurde, das jetzt transferiert auf große Bauteile, sei es Rahmen, sei es Gabeln, sei es Vorbauten. Ja. So. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, gerade wo wir auch den ersten Prototypen angeschaut haben, der aus dem 3D-Druck kam. Ja. Der war damals horrend teuer, kann man ruhig so sagen. Ich glaube, 40.000 Euro hat der gekostet. Ja. Und du hast dann aber gesagt, um das Ganze auch tatsächlich irgendwann verkaufen zu können, marktfähig zu machen, hast du den Rahmen in zwei Teile aufgeteilt und den Hinterbau quasi nach vorne geklappt, damit es in dem gleichen Durchgang gedruckt werden kann wie der Hauptrahmen. Mhm. Ist das jetzt bei dem Rad auch so? Ja, bei dem Rad ist es auch so. Bei dem Rad war jetzt der Schwerpunkt woanders. Wir haben jetzt hier das Roloff Gravel vor uns stehen. Das Roloff Gravel zeichnet sich dadurch aus, dass hinten verschiebbare Ausfallenden sind. Das heißt, wir haben ja, um die Riemenspannung umsetzen zu können, also einen Hinterbau, der sich von der Kettenschaltung dahingehend unterscheidet, dass der Riemen eben gespannt werden muss und die Schlitten, das Slider entsprechend ein separates extra Bauteil ist, was zum Rahmen dazugehört. Auch benötigen wir hinten eine sogenannte Bremsmomentabstützung. Das ist dieser Steg zwischen den Streben, zwischen der Sattelstrebe, die nach oben geht, und der Kettenstrebe. Eben dadurch, weil wir nach hinten hinaus verlagern, einen relativ langen Hebel haben. Und das sind jetzt alles Bauteile, die man auch im 3D-Druck machen könnte, die wir aber jetzt hier geschweißt haben. Wir haben jetzt hier bei diesem Modell den 3D-Druck tatsächlich auf das vordere Rahmendreieck beschränkt. Bei der Kettenschaltung ist es auch im hinteren Bereich so und wird dann in der Mitte durch das Sitzrohr quasi als Verbindungsbauteil gehalten und auch miteinander verschweißt. Jetzt in dem Fall Mal ganz kurz, also das heißt, ihr habt dann zwei Rahmen, die im 3D-Druckverfahren angeboten werden. Ja, drei Rahmen sogar. Ja, also es wird das Speed Gravel sein, das normale Gravel das normale Gravel, sprich der Allrounder, und das Roloff Gravel. Das sind diese drei Modelle. Das ist korrekt, ja. Und in wie vielen Größen? Das werden 5 Größen sein. Jeweils? Jeweils, ja. Also man muss dazu sagen, der vordere Hauptrahmen ist in allen Belangen identisch. Mhm. Wo er nicht identisch ist, natürlich zwischen Speed Gravel und Gravel, ist das Steuerrohr, wegen der Einbauhöhe der Gabel, wegen der erforderlichen Reifenfreiheit. Unterscheiden tun sie sich primär im ersten, primär im hinteren Rahmendreieck. Mhm. Die Steuerrohrlänge ist natürlich unterschiedlich. Die ist entsprechend länger beim Speed Gravel, weil die Gabel kürzer baut, weil die Gabel eine Einbauhöhe hat, die 4 cm kürzer ist, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht für Schutzbleche ausgelegt ist, im Vergleich zum Gravel beim Speed Gravel, und aufgrund der Tatsache, dass es für dünnere Reifen ausgelegt ist. Aber ansonsten muss natürlich auch hier wieder die Fertigungstechnologie übertragbar und damit skalierbar sein. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn. Und jetzt nur ein einziges Rad im 3D-Druck zu machen, da hätte ich jetzt persönlich wieder die Schwierigkeit,
ja. Welches nehme ich? Ja. Und dann machst du lieber drei. Dann machen wir halt sozusagen die Serie gleich komplett. So, wo die Sinnhaftigkeit am ehesten sozusagen vielleicht zu hinterfragen ist, ja. Felix, und das ist der Grund, warum ich das als letztes aufgeschoben habe, warum ich jetzt sozusagen an diesem Modell, ich will nicht sagen bastle, weil eigentlich ist schon alles, steht schon alles fest, ist das Roll of Gravel. Mhm. Das Roll of Gravel, also können wir uns hier am Rahmen gleich mal anschauen, ich habe es jetzt hier provisorisch mal zusammengesteckt, deswegen, weil es von Haus aus nicht diesen Purismus haben kann und haben wird, wie die Kettenschaltung. Mhm. Und das liegt eben ein Stück weit darin, dass diese Roloff-Züge halt irgendwo da sind. Die Roloff-Züge, wie ich sie jetzt hier gelöst habe, werde ich dir zeigen, weil das ganze Roloff-Gravel halt ein bisschen schwerer ist, auch von der Optik her, durch die große Narbe, durch den Riemen, durch die Riemenscheibe vorne und nicht diese Leichtigkeit einer Kettenschaltung besitzt. Mhm. Nichtsdestotrotz und auch aufwendiger ist die Roloff-Züge, weil der 3D-Druck sollte nicht nur 3D-Druck im Punkto Fertigung eine Innovation sein, sondern halt auch dann, wenn es eh schon wurscht ist, was ja. das kostet und was der Aufwand ist, ja. dann auch diese Züge komplett integriert führen. Ja, ja, weil ein Highlight ist ja jetzt auch der Vorbau, da kommst du ja wahrscheinlich. Ja, genau, den Vorbau, dazu, den schauen wir auch mal an. Weil wegen der innen verlegten Züge. Richtig, ja. richtig. Also der Vorbau ist nicht vergleichbar mit unserem Standardvorbau. Halt den mal, Felix, ja. das Fahrer. Das ist ja unser geschmiedet aus einem Stück ja. befindlicher Vorbau. Und wie du hier siehst, haben wir ja hier das Thema, dass ich hier quasi die Öffnungen zu sind. Und hier auch der Bauraum, die zeige ich dir gleich, die ja. Öffnungen, um die Kabel durchzuführen. Ah ja, okay. Ja? Mhm. Und du musst dir überlegen, führst du die Kabel sozusagen unten am Vorbau vorbei und dann sozusagen von außen in den Steuersatz rein oder gehst du gleich mit den Kabeln vorne rein? Ja. So, und bei elektronischer Schaltung oder grundsätzlich macht es natürlich Sinn, gleich, wenn die Kabel ohnehin innerhalb des Lenkers sind oder inside, also innen im Lenker geführt, dann hier gleich durchzugehen. Beziehungsweise jetzt hier bei der Roloff, bei mechanischen Zügen, habe ich jetzt einen neuen Vorbau gemacht, um die Züge hier reinführen zu lassen. Die Öffnung hier ist größer geworden. Warum ist die Öffnung größer geworden? Weil dann hier die Züge ja raus müssen aus dem Vorbau in den dafür passenden Steuersatz mhm. und in den dafür vorgesehenen Steuerrohrbereich. Ach, das heißt, hier kommen dann die... Die Kabel rein? Ja, unten. Genau. Ich habe sie jetzt halt einfach mal markiert, Felix. Sieht man das? Genau. Ja. Also da vorne kommen sie rein. Das heißt, ja. du siehst hier, der Vorbau hat hier eine Öffnung. Ja. Und wenn du jetzt beispielsweise hier unten schaust, siehst du, die gehen also komplett innen geführt dann sozusagen durch. Mhm. Das ist jetzt nur die Einfädelhilfe und so schaut dann die Zugführung Und wie aus. Ist der Übergang jetzt vom Vorbau zum Steuerrohr? Ist der... Genau, das zeige ich dir gleich. Ich tue mal schnell den Vorbau auseinandernehmen. Dann siehst du gleich, wie der innen aufgesetzt ist und erkennst dann demzufolge auch, wie das Kabel aus dem Vorbau rausgeführt wird, ja. in den Steuersatz rein, ins Steuerrohr hinein. Ja. Und dieser Vorbau ist jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen klobiger, aber er ist halt auch ein bisschen größer und eckiger gehalten. Erstens, um die Züge durchzuführen. Zweitens, um da auch einen fließenderen Übergang zu dem größeren Steuerrohr herzustellen und natürlich auch einen fließenderen Übergang zu dem breiteren, mhm. oben vorne zumindest, durch das größere Steuerrohr bedingte, breitere Oberrohr oben. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, weil ich nicht genau verstehe, ob es ja. jetzt in den Gabelschaft geht oder direkt irgendwo Nein. an der Seite wahrscheinlich vorbei in die... ins Steuerrohr und dann ins Unterrohr, genau, oder? Genau. In den Gabelschaft, Felix, da muss nur die Bremsleitung durch. Und ah, okay. das ist das, wo ich sage, eigentlich ist das, aber wie gesagt, wenn du drinnen bist, dann musst du, wenn du drin bist, ja irgendwo wieder mit der Bremsleitung ja. rauskommen. Deswegen, ja. wenn du nicht vorne rauskommen kannst, weil vorne nichts ist, dann musst du sozusagen an der Gabel wieder rauskommen. Unten, logischerweise am ja. Ausgang. Das heißt, das Kabel muss irgendwo in die Krone rein. Könnte man Dynamo dann auch eventuell... Ja, ist schon vorbereitet. Ah, ja. mhm. Also du siehst hier, das ist die Befestigung für, ja. Für beispielsweise einen Scheinwerfer oder für ein Schutzblech. Und das ist hier der Eingang für ein Nabendynamo. Und hier kommt es dann unten, das Kabel, ja. Ja. auch wieder raus am Nabendynamo. Interessant. So, und das ist der Eingang, Felix, für die Bremsleitung. Das ja. heißt, die Bremse geht sozusagen im Gabelschaft, entlang des Gabelschaftes, geht hier rein und kommt dann hier unten wieder raus. Und der Dynamo, wie genau. funktioniert das? Der Dynamo, der kommt sozusagen vom Scheinwerfer hier rein ja. und geht hier raus und geht dann hier sozusagen in den
Anschluss des Namens, den ich muss rein. Aha. Wie viele Teile sind jetzt in so einer Gabel zum Beispiel? Genau, also verbaut? Die Gabel hier ist auch im 3D-Druck gefertigt. Wir haben das aber jetzt aufgeteilt, auch wieder aus Kostengründen. Mhm. Du siehst hier Krone, Übergang, Gabelscheide, alles ein Stück. Die Krone hört hier auf und der Gabelschaft wird dann sozusagen stumpf. Hier hört er auf. Man sieht es halt echt nicht. Wieso sieht man das nicht? Weil das dann mit einer sehr großzügigen Schweißnaht gemacht wird, um die Stabilität herzustellen, auch weil es stumpf verschweißt ist. Das heißt, das obere Teil geht dann konusmäßig der Gabelschaft. Das sieht doch niemand. Hätte man doch eigentlich auch da lassen können, oder? Da wäre es noch billiger. Ja. Aber das dann ist wahnsinnig schön. Also es sieht aus wie aus einem Guss gefertigt. Ja. Also das ist ja schon... Und wo ist der dritte Teil dann? Ist das hier unten? Nein, es gibt nur diesen einen Teil. Es gibt das sind zwei Teile nur? Die. Genau, das sind zwei Teile. Ich dachte, drei, aber das ist ja Wahnsinn. Also ich finde es total beeindruckend, dass man halt überhaupt keinen Übergang sieht. Ja. Ist das theoretisch dann beim Rahmen auch möglich? Das ist genau beim Rahmen grundsätzlich auch so möglich. Und so ist es ja auch gemacht worden. Und der Übergang ist halt hier. Aber dann, um dann doch ein bisschen die Schweiß-Handwerkskunst noch zum Ausdruck zu bringen und nicht nur 3D-Druck und moderne Fertigung zu repräsentieren und auch so ein Stück weit noch darzustellen, es arbeiten auch noch Menschen, nicht nur Maschinen an dem Rahmen, ist eben dann das zur Schau stellen der Schuppung, der gleichmäßigen Schuppung der Schweißnaht. Mhm. Also es sind vorne eher super modern und hinten dann klassische Handwerksarbeit. Ja, richtig, genau. Aha. Und in Abgrenzung dazu ist es beim Roloff Gravel auch so gehalten, dass wir jetzt hier, also zu den, in Abgrenzung zu der Kettenschaltung, wo du sozusagen auch hier keine Schweißnaht mehr siehst, haben wir jetzt hier auch den Hinterbau, ich will nicht sagen klassischer oder konservativer gehalten, aber eben in der Linienführung in Fortsetzung zum Oberrohr, also quasi Knotenpunkt auf einer Höhe. Wie bei Parapera auch. Bei Parapera auch, nur beim Gravel und Speed Gravel Kettenschaltung haben wir es sozusagen ein bisschen nach unten getan, um die Dämpfung noch ein Stück weit, nicht der Aerodynamik wegen, um die Dämpfung zu optimieren zum einen. Und das sind zwar die Ösen dann quasi auch dran für Gepäckträger und Schutzbleche bei der Kettenschaltvariante, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Stauraum, um hier auch noch für diesen Adventure-Bereich noch größere Taschen oben unterzubringen. Ja, was jetzt hier auch sofort auffällt, ist, dass es von der Farbgebung einfach ganz anders ist als die klassischen Farben. Ja, den habe ich jetzt einfach mal hier hochglanzpoliert, Felix. Ich weiß selber. Nicht. Das wäre eine meditative Arbeit, weil du brauchst so circa 4 Stunden. 4 Stunden? Nur fürs Polieren eines Rahmens. Ja, dass er sozusagen diesen Mirror, diesen sieht, Spiegeleffekt hat. Es sieht mega schön und mega edel aus. Ich glaube, es ist halt... halt nicht so praktisch, oder? Nee, es ist nicht so praktisch, weil du siehst so ein bisschen die Fingerabdrücke, ist vollkommen wurscht. Ja. Aber es verliert so ein bisschen diesen Titan-typischen... Mhm. Finish, weil es ja eher so in Titangrau ist und das geht ja dann eher schon so in den Bereich Hochglanz-Aluminium poliert. Mhm. Ja. Wie poliert man sowas? Ist das eine Maschine oder macht das Bürsten. Jemand mit der Hand? Ja, mit Rollbürsten. Aber was macht das ein Mensch? Oder ist also einer hält quasi den Rahmen an die Bürste und die Bürste... Ach, 4 Stunden lang? Ja, genau. Du machst erst einmal, aber dann den... den Feinpolish, damit es so hochglanz wird, das geht dann nur noch per Hand. Wahnsinn. Also du hast dann so ein Scotch-Brite, das ist so ein, schaut fast aus wie ein Schwamm, aber damit kannst du es dann polieren. Und wird das poliert, bevor es verschweißt wird oder nach dem Verschweißen? Danach. Das heißt, es steckt ja auch echt viel Arbeit drin. Hast du mal hochgerechnet, wie viele Stunden in so einem Rahmen drin an Arbeitszeit 12, stecken? 12. 12 Stunden? 12. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Carbonrahmen, wie ist da der Unterschied? Da ist das Laminieren und das Backen. Das Laminieren 3 Stunden, das Backen ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, sind 5 Stunden. Ein bisschen weniger wie die Hälfte, knapp ein Drittel. Ja, krass. Ja. Ja gut, das muss ja noch lackieren normalerweise, gell? Ja, gut. Das dauert dann auch nochmal 10 Minuten. 10 Minuten. Spraydose. Ja, genau. Okay, also das heißt, ihr habt jetzt ein Speed Gravel. Beziehungsweise, du musst nicht zwingend lackieren. Also bei uns die Carbonrahmen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, die sind nicht lackiert. Genau, dir kannst du auch den Lack weglassen, weil das ein spezieller Harz ist, der beim
beim Backen automatisch sozusagen nach außen gedrückt wird. Also auch die ganzen Campagnolo-Laufräder, wo jeder sagt, das ist ein klar Glanzlack, das ist alles ein Epoxidharz, das beim Backen durch den Druck nach außen an die Form gepresst wird und automatisch dann die Felge von außen versiegelt, so wie bei uns dann automatisch durch dieses Fertigungsverfahren der Rahmen von außen versiegelt wird. Dann kannst du dir nämlich den Lack sparen und sparst nochmal Gewicht. Ja, wie machst du das bei Perapera? Da ist ja das Logo jetzt auch kein Sticker oder so. Nee, das wird aber von außen dann nach dem Backvorgang aufgetragen. Okay. Also das ist jetzt nicht so wie bei Rennstahl, dass es dann nochmal mit dem Klarlack überlackiert wird. Du könntest theoretisch bei Perapera die Sticker runtermachen. Ah, das sind schon auch Sticker? Ja, ja. Oh, ja, okay. Ja, das ist so ein auf dem Folienplotter, wenn du so möchtest. So eine Art Sandstrahlfolie, die relativ strapazierfähig ist, was da drauf ist. Das ist halt eine Schwarzglanz. Und wie kriegt man es hier hin? Also hier ist das dann quasi negativ? Genau, richtig, Felix. Das ist jetzt hier mit dem, auch mit dem Sandstrahlen hin. Das heißt, du musst in einer Form auch wieder über den Plotter die Schriftzüge ausschneiden. Dann wird das sozusagen aufgeklebt und anschließend also du drückst sozusagen den Schriftzug aus, ist im Negativverfahren, der Rahmen ist frei und du tust den Rahmen in eine Sandstrahlkammer und gehst mit der Sandstrahlpistole drüber, über den Bereich, wo das Logo sein soll. Der komplett restliche Bereich ist abgeklebt und du ziehst dann die Folie ab und quasi wie so ein... Ist das vorm Polieren oder nach dem Polieren? Das ist nach dem Polieren. Alter, wenn da irgendwas schief geht, dann kannst du nochmal komplett neu polieren. Ja, du musst halt gut abkleben. Mein lieber Scholli. Und du machst es halt hier an den Stellen, wo was rein soll. Das ist so aufwendig. Und dann je nach Granularität, das sind so Glasperlen. Wo wird das gemacht? Bitte? Wo wird das gemacht? Wo ich das machen lasse, es wird alles in Asien vor Ort gemacht. Das wäre mal interessant zu sehen. Ja. Ja, kann man nichts machen. Aber das... es staunt mich jedes Mal aufs Neue, wie viel Arbeit da eben auch dahinter steckt, was man jetzt nicht auf den ersten Blick erkennt, sondern das man wahrscheinlich erst so nach ein paar, nachdem man das Rad so ein paar Mal angeschaut hat, sich überlegt, wie hat er das gemacht? genauso wie was, ein anderes Detail, das du mir vorhin gezeigt hast, was ich total spannend fand, das war die Klappe unten für die Züge. Ja. Das an sich ja auch schon... halt mal kurz den Rahmen, Dann zeige ich das mit der GoPro. Du meinst also diese Revisionsklappe, so nenne ich sie. Da laufen dann quasi innen die Züge. Kannst du hier auch mal reinblenden. Warte, ich mach so gegen es mit dem Licht. Vielleicht ist das besser. Ja. Und man sieht hier jetzt auch ganz schön, wo halt unten dann die Die Züge rauskommen. Das ist für die Rohloff. Da werden dann hier die Züge weitergeführt und hier ist sozusagen der Zug für die Bremse. Ja. Und wenn du dir das dann mal anschaust, dann geht das hier halt komplett von oben durch. Du siehst, der Durchmesser von dem Steuerrohr ist um einiges größer. Der Lagersitz wird dann quasi nochmal hinterher gefräst, CNC bearbeitet, damit der auch definitiv passt. Ja. Man sieht hier schön auch die fließenden Übergänge. Ja. Vorne auch das Logo. Hier CNC gefräst, auch nochmal nachträglich. Ja, und man sieht hier auch schön, wo dann sozusagen unterhalb vom Tretlagergehäuse die Bremsleitung nach hinten geführt wird. Dieser Bogen hier, das ist ja was eigentlich nur im 3D-Druck ist. Nur, das Tretlager ist im 3D-Druck gemacht. Auch, okay. Ja. Also ihr habt... Steuerrohr, also die gesamte Einheit, richtig, bis hin zum Tretlager und der Rest ist dann entweder wieder CNC gefräst. Was jetzt hier auch besonders ist, dass hier das Slider selber, ich weiß nicht, ob ich das in die Serie überführen werde, auch aus Titan ist. Ja. Was ist denn normal? Normal ist aus Aluminium und eigentlich ist jetzt Titan kein zwingender technischer Mehrwert, weil, nicht leichter. Titan, die Festigkeit wird hier gar nicht benötigt. Wir haben nur ein paar Kunden im nordischen Bereich, die im Winter sehr viel fahren, wo auch sehr viel Salz gestreut wird. Ja. Und da kommt es hin und wieder vor in Extremsituationen, dass eben das leider dann das Aluminium, das Oxidieren anfängt und spröde wird. Ja. Und für sowas würde dann Titan Sinn machen. Aha.
Mega spannend. Ja, wann ist es soweit? Wann kommt da die Serie? Du hast gemeint, schaffst du vielleicht Begehrlichkeiten, die jetzt die nächsten Wochen, Monate, Felix, wir haben jetzt so die ersten 4, 5 Stück schon durch und eigentlich sind wir jetzt fertig. Ist das noch ein Prototyp oder ist das schon sehr? Ja, wäre eigentlich jetzt schon, aber auch hier, ich will es gar nicht laut sagen, also eigentlich wäre fertig. Ja. Ein paar Details muss ich jetzt hier noch machen. Das betrifft aber den Steuersatz. Ich kann dir das mal kurz zeigen, Felix. Warte, ich halt's. Ja, halt mal. Oh, da ist noch irgendeine Schraube. Eine Schraube fest. So. Meine Augen sind jetzt nur so massiv schlechter geworden im letzten Jahr. Echt? Ja. Du hast vielleicht zu viel im Bildschirm geschaut. Keine Ahnung. So, jetzt pass auf, Felix. Ja. Genau. Achso, dann so, jetzt siehst du mal schön, wie das geführt ist. Also die Züge. Ich film das. Genau. Die Züge, die gehen ja dann quasi hier, kommen aus dem Vorbau raus. Ich nehme mal gleich mal den Vorbau ab, dann siehst du, wie das aufgebaut ist. Gehen hier in den Steuersatz rein und von dort eben neben Gabelschaft und Steuerrohr ist genug Platz, diese Züge dann durchzuführen. So, warum ist es noch nicht ganz fertig? Du siehst, ich habe jetzt hier die Nasen, die der Steuersatz mitbringt. Die habe ich jetzt weggemacht. Normalerweise sind da so Nasen drin, dann kann man Spacer aufsetzen und damit sich die Spacer nicht ineinander verdrehen und starr sind, werden die ineinander gesteckt. Und das muss natürlich der Vorbau innen dann auch haben. Das heißt, dieser Vorbau ist auf diesen Steuersatz eben hin ausgelegt. Und jetzt habe ich erstmal geschaut, ob alles passt. Und jetzt passt alles. Und der nächste Schritt ist, dass man dann die Nasen quasi mit ansetzt. So, ein bisschen streng geht er halt immer. Jetzt hat so, sind die Züge gleich rausgesprungen. Ja. Also. Du siehst, ich nehme auch mal gleich mal den Deckel ab, diese Aussparung in dem Deckel, wo die Züge reinkommen, wo die Züge durchlaufen, die gehen natürlich 1:1, ist das hier von der Aussparung auf den Vorbau. Ja. Der Vorbau selber ist auch ein 3D-Druck, du siehst auch innen, so schaut 3D-Druck innen aus, wenn es nicht toll Oberflächen behandelt wird, noch ist halt ein bisschen rau und so ein bisschen... Ja, also richtig rau. Optisch rau. Ja. Und genau, hier kommt eben dieser Deckel drauf. Und damit der sich nicht verdreht, müssen hier noch quasi zwei kleine Bohrungen angebracht werden. Aber das will ich dann gleich im 3D-Druck. Dass dann nicht nachträglich noch angelegt werden muss. Genau. Und so gehen dann hier die Züge quasi durch. Das heißt, du hast das Lager, du hast hier den Zentrierring oder Kompressionsring, der die Gabel sozusagen führt, die Gabelschaft führt. Ist das eigentlich wartungsanfälliger, wenn da oben jetzt mal Schmutz reinkommt? Ich meine, der bleibt also, ja drin, oder? Ja, also anfälliger eigentlich nicht. Das Problem ist nur, Felix, kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn du mal dieses Lager hier tauschen willst? Ich hätte da keinen Bock drauf. Ja, weil du siehst, du nimmst da nicht einfach den Lenker ab, so wie wir es jetzt gemacht haben, denn die Züge gehen ja dann quasi... Du musst sozusagen, es reicht nicht nur, den Bremssattel abzumachen, du musst hier die Bremse komplett, die Leitung aus dem Sattel entfernen. Was? Darfst du, sonst kriegst du es ja nicht durch. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ach so. Ja, Wahnsinn, okay. Also, gut, aber geht das so einfach bei denen? Kannst nee, du musst dann halt eine neue Olive, einen neuen Pin nehmen und dann neu entlüften. Ja, ja, klar. Und wieder einbauen. Ja, ja. Aber das Allerbeste ist, du brauchst halt mindestens 3 Hände, um sozusagen gleichzeitig das hier durch den Gabelschaft zu führen. Ja. Das heißt, du nimmst es hoch, führst es durch, schaust, wo das Loch ist, nämlich hier. Und dieses Loch benötigst du ja, um die Leitung durchzuführen. Das heißt, du brauchst dann eine Hand, die das zusammensteckt und hält, und die andere Hand, die Leitungen dann quasi entsprechend durchführt. Deswegen im Aufbau ist es eigentlich eine mittelmäßige Katastrophe. Im Kunden kann es wurscht sein, er muss es ja nicht aufbauen. Ja. Wie gesagt, nur im Servicefall kann das dann unter Umständen, wenn mal was sein sollte. Andererseits sagt mir ja berechtigterweise, es ist ja eigentlich kaum was, aber wenn irgendwas sein sollte, dann brauchst du erst einmal eine Stunde,
um an das Bauteil ranzukommen, was du normalerweise in 3 Minuten erlangt hast. Das ist jetzt halt auch nichts, was der Händler ums Eck wahrscheinlich auch gelernt hat. Ja, dadurch, Felix, dass die ganzen modernen Rennräder, ja, jetzt hat alle schon, siehst du, jetzt musst du mir schon wieder den Lenker abnehmen, damit ich hier erst einmal die Züge wieder in den Deckel reintun kann, dann den Deckel hier rüberführen kann, dann die Züge hier eben in diesen speziellen Schacht rein tun. Jetzt komme ich hier gar nicht ums Eck, weil der Lenker schon drauf. Ich müsste erst den Lenker rausmachen, damit ich hier sozusagen, siehst du, Felix, hier aus dieser Öffnung rauskomme. Ah ja, das sieht man nochmal schön. Wie gesagt, wenn es zusammengebaut ist, dann siehst du keinen einzigen Zug mehr, weil natürlich das dann so gehandhabt wird, dass ja das Lenkerband bis hierher geht und dann verschwindet das Kabel schon in den Vorbau rein und ist dann weg und kommt irgendwo hinten raus und du hast hier die cleanste Optik. Ja. Und das beim Roloff-Rad, was ja durch 2 Züge sehr dominant ist, wo die Züge komplett Außenliner ja mithaben. Das heißt, die Schaltseile sind dann nicht nur quasi bis zum Anschlag irgendwo geführt, sondern der Außenzug, der Bodenzug geht ja komplett in einem mit, verschwindet sofort. Und sonst ist es halt außen lang geführt. Ich meine, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Und mit welchem Schalthebel arbeitet ihr? Genau, wir arbeiten hier mit einem umgebauten Chorus-Schalthebel. Ah ja, cool. Genau, das heißt, die eine Seite schaltet hoch. Du siehst, der Chorus-Schalthebel, Felix, der hat hier keine... Ja. Kein Shifter mehr. Für den Daumen, da ist nichts mehr. Ja, genau, der ist demontiert. Innen ist eine veränderte Umlenkrolle drin. Bastelt ihr das oder macht das... machen wir mit dem Georg Blaschke zusammen. Georg Blaschke, abgekürzt Gebler, macht auch sehr, sehr schöne Stahlrahmen. Und der hat sozusagen diese Gebler-Box entwickelt, wo du dann die Drehgriffschaltung einer Roloff transformieren kannst in einen Rennrad-Schaltbremshebeleinheit und damit die Haptik eines Rennradlenkers umsetzen kannst. Ah, das ist ja gut. Macht ihr das mit Pinion dann auch so? Oder? Nee, mit Pinion wird das nicht der Fall sein. THP ist es dann, oder? Genau, Pinion müsste dann entweder die Zink-Schaltbremshebel nehmen von Tutteron oder beispielsweise... ja, die THP. Also wir machen es aktuell mit THP, aber THP, die ganzen Pinion Gravel haben jetzt de facto abgesagt, weil die THP-Schaltbremshebel erst wieder im Januar, Februar 2023 verfügbar sind. Ach du liebe Zeit. Ja, also das ist für Pinion auch eine Katastrophe, oder? Ja, die sind jetzt nicht so sehr vom Gravel abhängig. Vom Gravel abhängig, eher so Reiserad. Aber es gab schon einige Gravelbikes, die jetzt auf Pinion gesetzt haben. Ja, die machen es halt dann mit, wahrscheinlich mit dem Zink, ich weiß es gar nicht. Ja. Ja. Ich habe bei Tutero auch eins gesehen mal. Ja. Und ja, Nikola hat auch eins. Ja. Viele machen das jetzt. Ja, ja. Sind einige. Ich glaube, dass das dann die Zinkschaltbremshebel sind. Hast du dich deswegen dann auch für das Roloff Gravel als erstes dann entschieden im 3D? Ja, also es ist ja so, die Pinion-Rahmenbrücke ist ja relativ lang. Das heißt, der Hinterbau wird lang. Und dieses sportliche, agile, Gravel-typische lässt sich tatsächlich aufgrund dieser Konstruktion eher in Richtung Roloff umsetzen. Ja, okay, verstehe. Ja. Wie gesagt, man soll ja niemals nie sagen und auch bei Pinion bleiben die Innovationen nicht stehen und vielleicht gibt es ja mal, ich rede wieder im Konjunktiv, in 2 Jahren, in 3 Jahren eine Pinion, die elektronisch geht und dann schaut die Welt wieder ganz anders aus, weil dann hast du vorne, würde die Welt ganz anders ausschauen, weil dann hättest du quasi Shifter, mit denen du dann halt die Pinion elektronisch halten kannst. Dann kannst du damit einfach so Knöpfen arbeiten, wie bei SRAM auch früher, oder? Genau, so könnte das ausschauen. Ja. Und bei Roloff, die gibt es zwar auch elektronisch, aber Roloff ist noch nicht autark, in dem Sinne, dass es sozusagen mit dem eigenen Akku und Schaltungssystem arbeitet. Das ist ja dann Roloff, hat ja sogenannte Slave, also untergeordnete Funktion zum Bosch-System. Also eine elektronische Roloff geht nur immer in Kombination. Ach, deswegen bei der Roloff geht es, ich sage jetzt hier auch noch nicht. Ja, aber vielleicht gibt es auch... Außer du brauchst halt ein E-Gravel-Rad mit einem Bosch und dann hast du es halt wirklich... Das wirst du bei mir nie. Die ganze Geschichte wird ja dadurch jetzt nicht... viel billiger, dadurch, dass du jetzt hier mit dem 3D-Druckverfahren vorne arbeitest, hinten dann die Rohloff-Nabe hast. Nee. Hast du da schon mal so einen ungefähren Endpreis, den du ansteuerst? Du stellst mir so schwierige Fragen, Felix. Der Preis, ja. Unerwartet. Unerwartet, dass ich es wieder nicht weiß, gell? Also ich weiß es nicht, Felix. Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich irgendwo so
400. Ja, vielleicht wird es 400 Stück geben, aber es wird irgendwo bei 8 oder 9, irgendwo in dem Bereich wird es, glaube ich, liegen. Also nackt, so wie es da ist. Ja. Ja. Zum Vergleich, was kostet jetzt der Air, also auch der 3D-gedruckte mit einer Kettenschaltung? Der ist noch ein bisschen komplexer. Ja. Also der wird wahrscheinlich tendenziell einen Ticken teurer sein, weil der Hinterbau wesentlich aufwendiger ist, weil er eben nicht geschweißt ist. Dafür ist die Schaltung gegebenenfalls ein bisschen günstiger, sofern sie nicht elektronisch ist. Ja. Das heißt, der könnte auch so bei 9 losgehen, mit einer EK beispielsweise, und dann mit einer Super Record Elektronik ist er ja irgendwo bei 10 oder so. Ja. Also schon fünfstellig. Dann. Ja, ja. Das aber das ist ja der jetzige auch schon, mit der elektronischen Superrekord. Ist das? Also ich kenne mich jetzt nicht so aus in dem Titanbereich. Mhm. Ich habe jetzt letztens zufällig von, das war auch eine skandinavische Firma, belgisch glaube ich, Pfeil oder so. Paul. Aha. War es Paul? Nee, es war nicht Paul. Die haben auch Titanräder vorgestellt, auch für Eurobike, auch mit 3D-gedruckten Steuerrohr, also das Element hier unten, das Bottom Bracket war 3D gedruckt, aber ich kenne kein Titanrad, das komplett 3D gedruckt ist, beziehungsweise wo so viel 3D gedruckt worden ist, wie jetzt bei deiner R-Linie. Ist das das erste Rad, das auf dieses Verfahren jetzt quasi zurückgreift? Also im Stahlbereich gibt es ja auch eine deutsche Firma, die 3D-Druck auf Stahl umsetzt. Urban, oder? Urban, richtig, Felix. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Ersten sind. Wir sind definitiv einer der Ersten und definitiv im Titan-Bereich auch, die das so integriert machen mit Vorbau, mit Gabel, mit Linienführung, Gabelkrone ins Unterrohr hinein. Ich denke, da gibt es nicht viele. Ja. Das kann man selber auf dem Marketing-Katalog dann schreiben. Ich denke, da gibt es nicht viele. Preis 9.000. Ja. Also es ist schon was Besonderes, kann man auf alle Fälle auf jeden Fall sagen. Richtig, Felix. Das wollte ich dir jetzt eigentlich entlocken. Ja, es ist definitiv was Besonderes und es ist was absolut Eigenständiges. Und wir hatten ja schon mal das Gespräch. Ob es sein muss. Ob es sein muss, ist die Innovation jetzt ein Mehrwert für den Endkunden? Also von der Optik her ist es... Es ist halt Geschmackssache auch. Ja, wieder, es ist Geschmackssache. Es sind wieder mehrere Faktoren, die hier mitsprechen. Der eine mag eher von der Optik wertfrei. Ja. Das Klassische, das Rundere, vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen das Zeitlosere, die Handwerkskunst. Und der kommt, also der will nichts 3D-gedrucktes. Das ist für den synthetisch, in Anführungsstrichen. Ja. Aber der will was Geschweißtes, der will was sehen. Der will eine Schweißnaht anfassen, der will sie sehen oder will... Der will verstehen, wie das Rad entstanden ist. Okay. Genau so ist es. Okay. Und bei diesem 3D-Druck ist es halt etwas für jemanden, der maximal technisch affin ist, der kein Problem damit hat, und das ist ja eigentlich die große Kunst einer Serienfertigung, dass das Rad wie ein Apple iPhone oder ein Samsung irgendwas identisch ausschaut, eins wie das andere. Okay, so, und das ist bei dem 3D-Druck. Da, wo Maschinen am Werke sind... Das ist ein Riesenvorteil auch, oder? Ja, natürlich. Die große Kunst einer Serienfertigung ist keine Streuung. Ja. Das hast du mal ein cooles Zitat da gehabt. Das war von Shimano, oder? Ja, genau. Ja, also ein Produkt sehr gut zu produzieren kann jeder. Ja. Aber 1000 Produkte der Reihe nach gut zu produzieren, kann eben nicht mehr jeder. Ja, ja. Und das Thema Streuung hast du halt jedes Mal, wenn du den Unsicherheitsfaktor, den Fehlerfaktor... den Versagerfaktor Mensch ausschließt, den hast du dann nicht. Und dadurch, dass sehr viel maschinell gemacht wird, ist es natürlich ein technisches, aber ein sehr kaltes Produkt vielleicht auch. Weil, weißt du, wie ich meine? Naja, es ist trotzdem viel Hirnschmalz reingeflossen. Ja, und wie du sagst, da sind jetzt 12 Stunden Bearbeitungszeit auch drin. Und aber da durch die Maschine sehr viel. Ja, und dann, der Polierer hält es ja mit seinen eigenen Händen an die Bürste. Richtig. Und wie... Ich kann mir noch nicht so ganz genau vorstellen, wie so ein 3D-Drucker auch ausschaut. Ist das ist wie so ein... Wie eine Badewanne, gefüllt mit Pulver, so ein Pulverbett, wo der Laser dann sozusagen... Das Material ist drin und richtig. Dann entsteht aus diesem Pulver nach und nach wächst dann... Das ist auch wunderschön, oder? Zu sehen. Ja. Oder ich glaube, die dritte Gruppe, die du vielleicht mit 3D-Druck ansprichst, oder die zweite Gruppe jetzt erstmal, so Ästheten, die halt sagen, sie wollen keine Schweißnähte. Ja, richtig, genau. Also die also vielleicht auch nicht eigentlich alles so nachvollziehen können, was mit Titan passiert, aber sie sagen, ich möchte aber in so einen cleanen Rahmen wie möglich. So ist es, Felix. Und genau das war auch der Anspruch. Und bei denen sind wir jetzt halt eigentlich am Ende des Tages, weil die wollen die Optik,
das moderne Design eines aktuellen Carbonrahmens, ja, und den transferiert auf was Nachhaltiges, ja, Unkaputtbares, Lebens sozusagen Lebensüberdauernd, richtig, und da bist du automatisch, ja, gerade im Gravel-Bereich, wenn du da Bikepacking-Taschen dran schnallst, ja, wenn es schrubbelt und rubbelt, ja, da bist du bei Titan, ja, ja, weil hast du ein Produkt, das unkaputtbar ist. Das kann man ja auch noch mal kurz erwähnen. Der Alex, mhm, hat mir das vorhin noch mal gezeigt, dass, ja, du telefoniert hast. Da hat er hat einen Kratzer reingemacht, ja, mit dem Schraubenzieher und das dann rauspoliert mit Olivenöl. Das soll sich bloß nicht erwischen lassen. Aber der hat das zum zweiten, ja, Mal schon, genau, gezeigt. Das, ja, ist, ja, mega beeindruckend. Ja. Weil man sieht diesen Kratzer halt sehr, sehr deutlich. Also wenn du da über einen Alurahmen gehen würdest oder einen Carbonrahmen, ja, dann kannst also du sagen, ja, mein lieber Scholli, da, ja, das Ding, also dieser Kratzer kostet mich jetzt den Rahmen. Rahmen. Ja. Ja, so, und da es, gehst du halt mit diesem, diesem, genau, Wattepad, mit Scotch-Bribe, gehst, ja, du da drüber und irgendeine Paste und dann hast du halt wirklich einen komplett, ja, verwundeten Rahmen. Und, ja, das ist schon, ja, krass. Also, ja, das ist mega. Also das, ja, ist ein Das ist für viele Leute, die sich vielleicht jetzt nicht mit Titan beschäftigen, auch interessant, dass man den Aspekt auch mal erwähnt. Ja. Neben dem, dass es sehr teuer ist, nachhaltig, ja, aber, ja, auch lange hält. Ja. Wie lange hält denn so ein Rad? Leben. Next Generation. Ja? Ja. Ja. Also den, in der Regel kriegst du den nicht über den Jordan. Ja, man lebt also, nur einmal. Das und ist dann meistens andersrum. Ja. Dass sich der Rahmen über den Jordan begleitet und der Rahmen für die nächste Generation ist. Krass, ja. Ja. Also der Rahmen halt natürlich, weil die ganzen Carbon-Anbauteile, die machen klar, halt noch klar, fünf Jahre. Also der Rahmengabel, das Herzstück, ja, ist für forever. Ja. Deswegen ist ja da vielleicht auch die Frage, wie nachhaltig ist das ganze Konzept der innenverlegten Züge? Ist es denn überhaupt die Zukunft oder haben wir da jetzt irgendwie so einen Trend, der dann vielleicht in fünf Jahren wieder sich zurückentwickelt? Also grundsätzlich beim Fahrrad, grundsätzlich, und eigentlich gibt es das Wort eigentlich nicht, ja? Aber eigentlich sollte beim Rad alles so einfach wie möglich sein, mhm, weil so einfach wie möglich bist du nolens volens bei außenliegenden Zügen. Ja. Und du siehst es ja auch bei anderen sehr namenhaften, sehr guten Herstellern, die auch Trendsetter sind und waren in gewisse Richtungen wie innenverlegte Züge. Aktuelles Beispiel, Specialized mit dem neuen Etos, mit dem neuen Crux, ja, was ja eigentlich von der Optik sehr, sehr angelehnt ist an unsere Parapera. Also da ist genau dasselbe Mindset dahinter. Keep it easy, keep it light, keep it simple und gerade Linien. Mhm. Also wie in der Mode, das wird wahrscheinlich irgendwie wieder so ein bisschen die Rolle rückwärts sein, mhm, back to the roots. Ja, und Schlaghosen. Genau, Schlaghosen. Ja, ja. Und irgendwann gibt es dann wieder die engen Hosen. Ja. jetzt hier übersetzt fürs Fahrrad, macht es Sinn, sowas abzubilden? Mei, also ich bin ja der Meinung, dass ab einer bestimmten Preisklasse nicht nur die Technik passen muss, sondern es muss auch die Optik, das Gefühl, ja, mitfahren, ja, ja, und du denkst, oh geil, ich will, ich brauche sie jetzt, ich, ja, muss mit dem Rad los, ja, ja. Und dazu spielt halt die Optik eine gewisse Rolle, und wenn ein Kunde das eben so, weil es von seinem Carbonrahmen kennt, aber, mhm, vielleicht schon den zweiten aufgearbeitet hat und sagt, nee, ich will das so und ich will nicht die berühmten Wäscheleinen, mhm, dann brauchst du mit dem nicht das Diskutieren anfangen, ja, was jetzt einfach in Erwartung ist. Der will es halt einfach so und der hat seine Gründe und der hat sich Gedanken gemacht und der weiß es und Punkt. Vielleicht und für den ist es dann. Ja. Und deswegen wird ja auch die außenverlegten Zugführungen, die werden jetzt niemals auslaufen, der Vergangenheit anhören. Deswegen oft fragen ja die Kunden, ja, ist das jetzt der Nachfolger? Nein, das ist nicht der Nachfolger. Mhm. Also das ist ein weiteres Modell in der Modellschiene, die uns leider momentan aufgrund der allgemeinen Turbulenzen in der Implementierung jetzt ein bisschen Sorge bereitet, weil eigentlich in dieser ganzen Unruhe eine Einführung eines neuen Modells, eines zusätzlichen Modells, immer zu Unruhe in den Prozessabläufen führt. Aber gerade wenn es so hoch spezialisiert ist, also ja, das ist ja schon sehr, 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 sehr enger Markt, den du jetzt damit ansprichst. Ja, ja. 400 Stück hast du gedacht? Ja, so viel sind vorgesehen für nächstes Jahr. Also über alle drei Kategorien. Ja. Ja. Das ist ja auch wieder so ein Liebhaberstück dann, weil du bist ja dann als Kunde einer der Ersten, der sich halt dann auch so ein, ich mag das Wort nicht, aber hochinnovatives Produkt dann auch daheim anschauen kann. Ja.
Das und ist ja schon deswegen steht es auch im Wohnzimmer, ja, damit ich mir angucken kann und schauen kann, was. Ja, also man muss dann auch mal abschalten und das Ding weglegen. Und, aber da bin ich voll bei dir. Also ein Rad muss auch gut ausschauen, weil gerade auch wenn es im Wohnzimmer steht oder wenn man ein Bild von einem eigenen Rad sieht in der Garage oder vorbeiläuft, dann möchte man sich umdrehen und sagen, hey, das ist mein Rad. Ja, und jeder Moment, wo ich nicht auf dem Rad bin, ist eigentlich ein Moment, wo ich vertan habe. Ja. Ja, genau so ist es. Und deswegen ist es natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ein Rad schön ist, verstehe ich. Und ob jetzt brünett oder blond, da streiten sich die Gelehrten und das muss sich dann jeder sozusagen überlegen, ob er der blond oder der brünett Typ ist. Genau. Ja. Ohne Wertung wieder und deswegen. Und ohne Gendern auch. Ja. Genau. Ja, cool, Andreas, dann probieren wir es bald mal aus, oder? Wenn es fertig zusammengebaut ist. Ja. Sau interessant, wie viele Gedanken da auch reingeflossen sind von deiner Seite. Auch immer wieder interessant zu sehen, dass du diesen inneren Konflikt hast, ob es jetzt überhaupt was Neues braucht oder ob das eine Daseinsberechtigung hat. Das entscheiden natürlich dann die Leute, die es fahren und vor allem kaufen. Ja. Aber ich finde es, also ich habe schon das Gefühl, es ist an der Front der Innovation jetzt gerade anzusiedeln. Also da sind ja so viele Aspekte dran, die man jetzt nicht an 0815 Rädern findet. Und wo du schon sagst, in dem Innovationsgespräch haben wir es ja gehabt, dass du gesagt hast, alles, was jetzt an diesen Top-Rädern an Innovation dran ist, hat ja allein schon seine Daseinsberechtigung, weil es ja dann an die günstigeren Einsteigerbikes irgendwann runtertröpfelt. Genau. Ja. Und auch wenn du vielleicht noch skeptisch bist, ob 3D-Druck sich auch bei den anderen Preiskategorien durchsetzt, kann ja sein, man weiß es ja nie. Ja, also ich weiß nur, ich werde es für einen Stahl nicht anbieten. Momentan ist es noch zu teuer, weil sehr energieaufwendig. Deswegen die Sinnhaftigkeit eines 3D-Druckes nicht nur allein beurteilen über die Fertigungsweise, sondern am Ende des Tages ist es ein anderes Produkt mit einer anderen Ausstrahlung, mit einem anderen Gedankengang dahinter. Ob jetzt modern oder nicht, das würde ich... Ist halt was anderes, 3D-Druck. Mhm. Aber schau dir 3D-Druck im Kunststoffbereich an, letzte Glump, also das ist meistens spröde. Ja. Also wenn du da irgendwas aus 3D druckst, das kannst du meistens nicht für eine Serienfertigung verwenden. Ach, wird gar nicht mehr gemacht, okay. Ja. Ja. Also wir sind ja beispielsweise, auch hier ein kritisches Wort mal an die Öffentlichkeit, als wir hier diese Umlenkrolle von Corus, von Campagnolo geändert haben, in der Größe und in der Übersetzung, damit es mit der Gebler-Box kompatibel ist, haben wir, weil es sind ja auch Kunststoffrollen von Camper drinnen, da sieht man wieder, da haben wir halt die Erfahrung nicht. Wir hatten zuerst Camper gefragt, ob sie für uns, wir haben die Vorgabe, die neue Zeichnung vorgegeben, das drucken können. Das können sie momentan nicht, weil die Kapazitäten das nicht hergeben, aber wir können es selber modifizieren, was wir gemacht haben. Dann war der erste Anlauf der, dass wir es mit einer 3D gedruckten Kunststoffrolle gemacht haben. Mhm. Und probierst das aus, ja, Schaltung funktioniert, ist weich, Haptik passt. Und dann auf einmal brechen die ganzen Dinger nach 300-400 Kilometer. Mhm. Und das war dann natürlich ein Mordsdesaster, weil wo werden die Räder eingesetzt, Roloff? Irgendwo, nicht vor der Haustür, irgendwo auf der Reise. Ja, so. Ja. Und dann haben wir da jetzt dieses Jahr, was das anbelangt, bitteres Lehrgeld zahlen müssen. Wir haben das aber dann jetzt modifiziert, dass wir einen 3D-Druck dieser Rolle auf Edelstahl transferiert haben und die halten jetzt alle. Mhm. Also 3D, was will ich damit sagen? 3D-Druck ist nicht immer gleich neu, ist gleich besser, ist gleich innovativer. Ja. Nö. Also deswegen, genau. Ich weiß aber auch, ich werde es in Stahl nicht machen, weil das was Besonderes ist, auch vom Preislichen her. Und Stahl steht ja in der Ökobilanz unangefochten im Rahmenbau Nummer 1. Mhm. Ist zwar ein bisschen schwerer, aber ist quasi in der Gewinnung der Rohstoffe sehr günstig, ja, weil nicht so viel Energie, Verhüttung, Schürfen, Generieren erforderlich ist wie bei Titan oder Aluminium. Wo kommt denn Titan eigentlich her? Aus welchen Ländern? Ja, eigentlich primär Australien, Russland, China. Das sind die drei Länder, wo Titan... Hast du qualitative Unterschiede mal festgestellt? Nein, ist immer das Gleiche? Nein. Die Frage ist, wer die Rohrsätze macht. Ja. Und, wo kommt Stahl her? Stahl, ja. Wir in Deutschland haben sehr viel Stahl. Wir haben viel Stahl. Mannesmann, Krupp, Stahl, der berühmte. ThyssenKrupp auch, ja. Genau. Ja, okay. Und natürlich in England ist Stahl, England ist eine Stahlindustrie, deswegen ist in England der Stahlrahmen, der Fahrradstahlrahmen hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ja. Also Stahlrahmen in England sind sehr, sehr beliebt. Ja. Und
wenn du ein bisschen schauen möchtest, wo die Reise hingeht im Stahl, guck nach England, weil die sind da sehr experimentierfreudig, machen auch sehr viel kleine Bauteile im 3D-Druck, oder Prova Cycles, das ist ein Insider auch, das ist ein australischer Hersteller, der macht auch sehr viel kleinere Bauteile in Titan aus 3D-Druck, kombiniert es dann auch mit Carbon, das ist wieder Geschmackssache, ob man das gut findet oder nicht. Im gleichen Rahmen, ja, richtig, da wird das Carbon quasi ein Carbon-Sitzrohr eingesetzt, um Gewicht zu sparen, um da oben noch ein bisschen Flex zu generieren, wird dann oben gekürzt, also da wird das Rohr, sind auch Handmanufakturen, oben sozusagen der Sattel direkt befestigt. Ach so, das ist dann maßgeschneidert. Ja. Also sehr, sehr schöne Sachen, sehr, sehr schöne Sachen. Ja, und also auch andere Eltern haben schon die Töchter. genau, ich will damit nur sagen, wir sind da jetzt hier vielleicht in Deutschland ein Stück weit Benchmark und Trendsetter. In anderen Nationen wie England eben mit Stahl oder gerade Australien, da gibt es eine Firma wie Baum, die sehr, sehr schöne Titanrahmen machen, sehr, sehr schöne Sachen. Oder eben Prova Cycles, die ich fast noch über Baum ansiedeln. Ja. Also nicht fast, die siedle ich über Baum an. Ja, schau dir mal an, wirklich schöne, schöne Sachen. Aber die sind alle quasi, die gehen in diese Richtung, aber denen fehlt manchmal so ein bisschen der letzte Stupser, jetzt den letzten Schritt zu gehen und das noch konsequenter zu machen. Vielleicht auch der australische Markt, oder? Da gibt es nicht so einen krassen Markt. Ich glaube, das ist ein großer Markt auch. Das Wetter ist immer schön, nicht so ätzend wie hier. Ja. Oder England machen auch, Sturdy Cycles macht auch. Oh ja, ja. Weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, auch sehr viel. Das machen wir sehr viel Werbung für andere Hersteller. Ja, du musst ja nicht immer nur Faltenjagd und Parapera Werbung machen. Wir können mal ein Video machen, wo komplett über andere Marken sprechen. Nee, sehr schöne Arbeit, Andreas. Es ist wirklich beeindruckend, dass du da jetzt nicht einfach hingehst und kopierst, sondern dass du da voranschreitest und schaust, was funktioniert, was muss man optimieren, welche Richtungen gibt es auch im Markt, die man jetzt auch mit Titan umsetzen kann und anbieten kann. Ist ja auch ein Experiment. Ja, ich kann dir auch nicht sagen, ob das ankommen wird, ob das funktionieren wird. Also, aber ja gut, wenn es ankommt, ist gut, wenn nicht... Kommen wir zum Radfahren. Also, wie gesagt, ich sehe das. Ja, aber kann ich es mal fahren? Unverkrampft, klar. Ja. Also, ich weiß nicht, Felix, wir können ja Folgendes machen. Mein Sohn, mein ältester Sohn, der ist auf Zypern. Ja, und den besuche ich nächsten Monat. Wenn du willst, weil hier ist das Wetter kacke und Zypern ist prädestiniert, es ist sehr trocken, staubig. Also die ganze Parapera-Testreihe, die ist alles in Zypern, haben wir in Zypern durchlaufen lassen. Dann komme ich besuchen und dann kannst du das gerne vor Ort testen. Ja, das ist ja noch besser. Gern. Ja, cool. Ja, gern. Aber ich nehme dich beim Wort. Ja, also, wenn ich dann fliege und sage, so Felix, nächste Woche bist dabei, dann... Nächsten Monat nach Zypern und... fahr mit dem Rad. Ja. Okay. So machen wir es, Andreas. Dann nehme ich dich auch beim Wort. Und sag schon mal. Gleich im Chrissy Bescheid geben. Ja, genau. Dass er seine Freunde daheim lassen soll. Ja. Das ist mein Platz. Ja. Okay. Ja, willst du noch was ergänzen zum Rad? Dann haben wir. Ausnahmsweise haben nicht wir. Dann übernehme ich die Verabschiedung. Sag vielen Dank, Andreas. War wieder sehr interessant und lehrreich. Gerne, Felix. Sowas noch nie gesehen. Und. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Tschüss von meiner Seite auch.